So, Hallihallo und willkommen zurück, liebe Neonerds. Wir sind mitten im Let's Play, beziehungsweise schon fast am Ende vom Let's Play, so wie es sich zumindest anfühlt, zu Metal Slug 3. Unsere zombifizierten Freunde greifen uns inzwischen an und wir versuchen uns hier durchzuschlagen. Weiter geht's! Klont und zombifiziert. Ah, die schießen zurück. Das ist okay, alles klar. Ah, da metzle ich euch alle nieder! Auf dich, hua! Ah, das habe ich kommen sehen, hat aber nicht mehr geklappt. Einfach durch! Keine Gnade! Metzel, Metzel, Metzel! Super! Ich bin ein bisschen übertrieben gerade. Naja. Ich kann nicht mit Marco spielen, weil Marco wurde ja bekanntlich zombifiziert. Immer schön an der einen Stelle bleiben und dann ein bisschen wieder platt. Was ist das? Das ist neu. Ah, das war natürlich nicht so schön. Da, ein Motherfucker. Oh, da kommt noch mehr. Jetzt kriegt er richtig Lack hier. Das war auch zack. Oh, scheiße. Ein sehr aufdringlicher Gegner, wie das haben wir da. Ah, habe ich den Rocket Launcher bekommen und bin trotzdem direkt gestorben. So, zack. Ich bin auch noch drauf gegangen. Ich gehe die ganze Zeit drauf. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Warte. So geht das. Direkt hier alles mitgeben, was man hat. Flammenwerfer, jetzt wird's richtig eklig hier. Ah, guck mal hier, da, der Mistel mit Kugel. Ach, der kämpft auf meiner Seite, oder? Der ist ja abgefahren. Vollkommen verrückte Scheiße! Vollkommen verrückte Scheiße! Uiuiui! Was mit? Jawohl, du kommst hier. Und weiter geht's! Rein da! Oh, da sehen wir Marco im Kampf. Wir müssen ihn da rausholen! Wir müssen ihn rausholen! Rausholen müssen wir ihn! Rausholen! Los, Marco, los! Komm schon! Komm schon! Das andere ist irre daran! Er ist den letzten... Er hat einen Flammenwerfer gehabt. Okay, das war neu. Da haben wir ihn befreit! Und Marco begleitet uns. Beziehungsweise läuft sogar voran. Uiuiui. Oh nein, ein paar sind immer mal noch übrig. Wir müssen vorrücken. Ach, das ist nicht fair. Okay, hier ist der tote Kopf, ja. Das andere muss ich von da oben auslösen. Ah, das gibt's doch gar nicht. Das geht das nicht, das geht das nicht, das geht das nicht, das geht das nicht. Lasst uns frei. Noch mehr dieser Deckungsdinger. Hahaha, das ist verkackt. So geklappt. Ah, ein Püppchen, das aber lieb.
Ach, jedes Mal dasselbe. Ich dachte, ich komme noch. Kommt der Sache noch? Ganz schön wieder Sprung. Das gibt's nicht. Was soll das denn? So, weiter, weiter. Mann noch! Ey, unglaublich. Dagegen anzukommen ist wirklich echt eine fiese Chose. Ja, alles schön verworfen, genau. Zombie Marco sind alle sehr unangenehme Gegner. Nein, 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 nein. Über diese aufhaltenden Türen. Na. Komm schon! Öffne die Tür und lass uns durch! Schnell weg hier! Weg hier! Ah, kriegst du! Schnetzel und Schnetzel! Auch noch kaputt! Stampfen wir so ein bisschen durch! Ein nach dem anderen gehen wir den jetzt. War ja sowas von klar. Ey, hier ist sauber rausgekommen aus der Sache, das sehe ich als unmöglich an. Als unmöglich! Unmöglich! Alles Arschlöcher, alles Arschlöcher. Wir wollen das jetzt mal hier zu Ende bringen. Kann man nicht so weitergehen. Und was passiert jetzt? Hup, ab in den Metal Slug. Marco drückt noch irgendwas Cooles auf dem Computer. Und dann geht's ins Weltall. Da ist das Mutterschiff zerstört worden. Achso, Marco hat die Selbstzerstörung wahrscheinlich aktiviert und wir fliegen mit dem Panzer zurück zur Erde. Da ist wieder das zusammengenähte Ekel hier in Alien. Ekelig. Aber auch dir geben wir den Rest. Hier hast du, hier kriegst du richtig. Hier kriegst du Zunder. Kann man irgendwie hier drauf bewegen? Das hier zumindest nicht. Wenn wir aus dem Gehirn schießen? Schätze. Wie? Ist ja eklig. Ekelhaft, 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 ekelhaft. Kann man sich hier noch bewegen? Ah. Da. Was sind das für Popel, die da kommen? Keine Ahnung. Weiter geht's. Weiter geht's. Nein, 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 zu viele Popel. Oh nein. Aber ich hau dir aufs Hirn. Aha, ich bin den Popeln pass ausgerichtet. Pass. Aber nur Spaß. Weiter geht's, die Luzi. Ja, war klar. War ja klar. Das ist auch echt krass. Ich weiß auch nicht, wie ich hier agieren soll. Oh ne, da ist der. Das wird hier oben bleiben. Das
sieht aber auch eklig aus. Weiter aufs Gehirn, Alter. Ah, Marco kommt in High-End UFO. Bitte. Ah, fast hätte ich diesmal diese Kugeln überwunden. Aber nur fast. Doch, das gibt's nicht. Das ist doch nicht zu schaffen. Wie viel Geld ich hier schon hätte reinwerfen müssen. Aber weiter geht's. Jetzt habe ich auch wieder Handgranaten, die ich hier schön ins Hirn jagen kann. Und sterben. Ich muss im richtigen Moment, wo ich auch noch hochspringen hier. Ah, alles furchtbar. Jetzt zum Beispiel. Und jetzt kriegen mich die Popel wieder. Da ist das Gehirn in Fetzen geballert. Ab in den Panzer und da segel ich runter. Oh, ich habe eine Trophäe erhalten. Mission all completed. Mission complete. Damit haben wir es geschafft und damit ist unser Metal Slug Let's Play auch schon abgeschlossen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Was haben wir hier? Ach so, ein bisschen noch Rechnung. Ach guck mal, 49 Continues. Ach, da brauchen wir ja gar nicht hier groß hin und her rechnen. Das ist schön, guck mal. So. Ey, ich war noch nicht fertig. Was soll das? Jetzt steht der SVT. Toll, jetzt glaubt mir keiner, dass ich das mache. Egal, da fällt der Panzer episch ins Meer. Und wir werden von dem Typen in Unterhose gerettet. Ja, Knarre weggeworfen. Metal Slug 3. Stealth. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen dieses Let's Plays. Ich bin der Sven von den Neonerds. Wir sehen uns wieder, wenn ich mir was Neues ausgedacht habe. Das kann ich hier schon mal anteasern. Der ganze Spaß wird Retro Roulette heißen. Ich habe hier von zig Konsolen, Handhelds und anderen Gedöns Hardware und Videospiele und werde demnächst einfach zufällig ein Spiel aus meinen 5 oder 6 auswählen. Und dieses Spiel werde ich dann für 5 Folgen Let's Play. Sei es Super Mario Land für den Game Boy, sei es Ready to Rumble Boxen für die Sega Dreamcast oder Driver für die PlayStation 1. Hier hat alles, was das Herz begehrt, und wir werden es mal ausprobieren. Bis dann, ich bin Sven von den Neonerds und sage Ciao!